Hallo ihr hübschen Menschen, mein Name ist Flo und ich begrüße euch zu What the Fuck die Woche. Wir frühstücken natürlich auch noch die vergangene Woche ab, denn da war ich ja im Urlaub und ich war im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Und was war auch in Mecklenburg-Vorpommern? Richtig, Philipp Amthor. Während die CDU also immer noch mit den Echos der vergangenen Skandale zu tun hat, dachte sich Philipp Amthor, weißt du was? Ich fahre jetzt mal hoch nach Meck-Pomm und chill da. Dafür ist er zu einem Reitturnier namens Stettiner Hof gefahren. Natürlich ist Philipp Amthor zu einem Reitturnier gefahren. Spießiger geht's schließlich nicht. Und einfach um so ein bisschen auf der Trendwelle der CDU mitzusurfen, hat sich Amthor dann gedacht, weißt du was? Die beiden Typen da, die mich gerade angesprochen haben, sehen sympathisch aus. Mit denen mache ich erstmal ein Foto. Blöd ist nur, dass dieses Foto dann unter anderem auf Instagram von einem ziemlich, nun ja, rechtsextremen Kanal geteilt wurde und die beiden, mit denen Amthor das Foto gemacht hat, auch zur rechtsextremen Szene gehören. Ja, gut. Kannst du den Leuten immer so direkt in die Seele schauen, bevor du ein Foto mit ihnen machst? Natürlich nicht. Aber, auch wenn Amthor jetzt sagt, ja, weiß ich doch nicht, was die Gesinnung von diesen Leuten ist. Eine Sache kann er. Und das ist lesen. Also, glaube ich. Behaupte schon, Amthor wird wohl lesen können. Und da wird's auch so ein bisschen problematisch, was seine abstreitende Haltung gegenüber seinem Wissen um die, ich sag mal, geistig umnachtete politische Haltung der beiden Leute geht, mit denen er das Foto da gemacht hat. Einer von beiden trug nämlich ein T-Shirt, auf dem groß stand Solidarität mit Ursula Haferbeck. Und nun ja, bei Ursula Haferbeck handelt es sich um die in Deutschland wohl bekannteste und auch verurteilte Holocaust-Leugnerin, die es gibt. Ein wahres Leuchtfeuer, eine Ikone der ultrarechten Szene. Tja, und als deutscher Politiker im Amt, also im Amt eines freiheitlich-demokratischen Parlaments, da halte ich es für nahezu absolut verpflichtend, jemanden wie Ursula Haferbeck zu kennen. Und wenn jemand mit einem Solidarität für Ursula Haferbeck-T-Shirt auf mich zukommt und nach einem Foto fragt, dann tue ich zwei Dinge. Ich beleidige seine Intelligenz und dann haue ich aber die Hacken in den Teer und renne. Also Philipp, auch du kannst dich mittlerweile in die Reihe derer stellen bei der CDU, die ihre Biografie irgendwann mit dem Titel Dumm gelaufen versehen können. Für den Wendler wird die Luft zum Atmen zumindest hier in Deutschland mittlerweile richtig eng. Auch der kann sich karrieretechnisch nämlich jetzt neben Attila Hildmann stellen, wenn er darauf Bock hat. Aktuell gilt er nämlich als flüchtig. Was ist passiert? Kein Problem, erkläre ich euch. Das Gericht Dienstlaken. Dienstlaken. Ja, die werden in Bordellen 6-mal täglich gewechselt. Entschuldigung. Das Gericht Dienstlaken verhängt Haftbefehl gegen Michael Wendler. So. Das wiederum allerdings nicht wegen seiner Online-Aktivität zum Thema Querdenken, Verschwörungsschwurbeleien oder was auch immer, sondern weil der Wendler sich bei einem Gerichtstermin wohl dachte, egal, und einfach nicht erschienen ist. Dem Wendler wird nämlich der Straftatbestand Vereiteln von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen vorgeworfen. Durch seinen Aufenthalt in seinem Haus in den USA sieht das Gericht jetzt allerdings den Status Flucht in die USA und verhängt zu den Auflagen, die er ohnehin schon zu leisten hat, wie beispielsweise 100.000 Euro zu zahlen und 6 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, die kann er jetzt halt streichen. Stattdessen gilt er nun mal als prozessflüchtig. Und deswegen wurde jetzt eine Untersuchungshaft über den Zeitraum verhängt. Dieser Haftbefehl allerdings gilt nun mal nur in Deutschland und dementsprechend kooperativen Ländern. Die USA gehört an dieser Stelle rein rechtlich nicht dazu. Wann und ob der Wendler also wieder einen freien Fuß auf deutschen Boden setzt, ist durchaus fraglich. Der Influencer-Mogul und Boxer Jake Paul hat einmal mehr von sich reden gemacht. Diesmal allerdings nicht, weil er mit seiner Arschloch-Attitüde sich mal wieder wie die Axt im Walde aufgeführt hat. Nein, bei der Pressekonferenz bezüglich seines kommenden Fights gegen den UFC-Welterweight-Champion Tyron Woodley stellte er seine Wohltätigkeitsorganisation, die sich dem Kampf gegen Cybermobbing widmet, vor. Dabei geht es ihm in erster Linie darum, dass die Organisation Opfern von Mobbing, aber auch Tätern beispielsweise hilft. Nämlich dabei, ihr Denken, ihr Umfeld, ihre Umwelt und ihr Leben so zu restrukturieren oder umzustrukturieren, dass sie entweder, logisch, keine Opfer oder aber auch keine Täter mehr sind. Man möchte jungen Menschen Selbstbewusstsein, Führungsstärke und Mut beibringen. Außerdem soll es sowohl den Opfern von Mobbing als aber auch den Tätern ermöglicht werden, an zum Beispiel Sportevents wie professionellen Boxtrainings teilzuhaben. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass er beispielsweise ganz offen davon spricht, dass er früher selbst Bully war. Das überrascht niemanden wirklich. Was allerdings überrascht, ist, wie emotional und auch wie smart er darüber redet, wie wichtig es auch als Täter ist, sein Leben in den Griff zu kriegen. Denn die Motivation
Motivation, andere Leute rund zu machen, die kommt von ganz tief drin und ist oftmals katastrophal für das eigene Leben. Boxing Bullies wird eines der größten Wohltätigkeitsprojekte, die Jake Paul jemals angefasst hat. Er selbst finanziert das Ding zu überwiegenden Teilen und hofft damit, Kindern und Jugendlichen in den kompletten USA helfen zu können. Finde ich eine fantastische Aktion. Man kann von ihm halten, was man will. Aber jetzt lehne ich mich mal richtig weit aus dem Fenster. Zwei Dinge kann er. Mit seinem Geld wohltätige Zwecke gut unterstützen. Und das macht er öfter, als man denkt. Und jetzt kommt's. Ich duck mich schon mal weg vor den ganzen Fans. Er kann auch boxen. Kennt ihr das, Freunde? Ihr bekommt etwas mit und ihr wisst ganz genau, es ist völlig falsch jetzt an dieser Stelle auch nur zu grinsen. Aber ihr sitzt da und denkt euch... Ja, ganz schwieriges Gefühl, ganz schlimme Situation. Oftmals handelt es sich dabei um einen sogenannten Coping-Mechanism, eine Übersprungshandlung. Der Körper reagiert beispielsweise mit Lachen auf Dinge wie Angst, Schmerz, Wut oder Trauer, einfach nur, um zu kompensieren. Genauso ging es mir bei folgenden zwei Geschichten, die eigentlich tragisch sind, die ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten möchte, denn sie sind genau das von mir beschrieben. In Nordkolumbien beispielsweise kam es zu dem tragischen Unglück, dass eine 25-jährige Frau von einer 45 Meter hohen Brücke sprang, das eigentlich mit einem Bungee-Seil, nur dass sie nicht gesichert war. Eine Mitarbeiterin des Unternehmens, das die Bungee-Sprünge anbietet, hatte eigentlich dem Freund der betroffenen Dame via Zeichen zu verstehen gegeben, dass er jetzt springen könne. Hier allerdings kam es zu der katastrophalen Version von diesem typischen Ereignis, das ihr auch alle kennt. Irgendeiner auf der Straße winkt, ihr steht da wie der letzte Depp und denkt euch, hä? Hallo? Während dann jemand an euch vorbeiläuft, der ebenfalls winkt. Und natürlich war eindeutig derjenige gemeint. Und beide gucken euch so ein bisschen dümmlich an und ihr denkt euch, okay, alles klar, ich möchte im Boden versinken. Wow. Und in diesem Fall ist nur einer im Boden versunken, denn die junge Frau... Oh, den... Ai. Nun, jedenfalls interpretierte die Frau das Signal als für sie, sprang daraufhin, war noch nicht gesichert und stürzte in den Tod. Wirklich schlimm ist außerdem an dieser Geschichte, dass während der Ermittlungen, die natürlich daraufhin eingeleitet worden sind, herauskam, dass dieses Unternehmen, das die Bungee-Sprünge anbietet, für diese Dienstleistung weder befugt noch lizenziert war. Der zweite tragische Fall, über den wir sprechen, hat sich hier in Deutschland ereignet. Im schönen Ringheim in der Nähe von Aschaffenburg fand die Polizei eine ebenfalls 25-jährige junge Frau, die regungslos kopfüber in einem Altkleidercontainer hing. Die ermittelnde Kriminalpolizei geht von einem Unfall aus. Die junge Dame habe wohl versucht, in den Altkleidercontainer zu klettern, um sich dort dann eben Klamotten rauszusuchen. Und aktuell wird vermutet, dass sie dabei von der Altkleidercontainerklappe zerquetscht wurde, sich nicht mehr befreien konnte und noch vor Ort verstarb. Es kommt übrigens hier in Deutschland immer wieder vor, dass Polizei und Feuerwehr oder andere vor Ort zuständige Rettungskräfte Personen aus Altkleidercontainern retten müssen, weil diese versuchen, hineinzuklettern, um Dinge aus den Containern zu fischen. Was lernen wir also daraus, Freunde? Sucht euch andere Hobbys, als von Brücken zu springen. Und es gibt geilere und auch ungefährlichere Varianten von Thrift-Shopping als Altkleidercontainer-Climbing. So, Freunde, diese Folge war ein bisschen schwierig, was den Humor angeht. Das wissen wir alle. Leg dein Handy wieder weg, kannst aufhören, dich aufzuregen. Aber allen anderen wünsche ich noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns spätestens zum Top 5 wieder. Macht's gut. Ich freue mich auf euch und wie immer gilt, haltet die Ohren steif, High Five und macht's nicht gut, macht's besser. Vielen lieben Dank für euren Support, vielen lieben Dank für jeden Daumen nach oben, vielen lieben Dank für jeden, der zum Beispiel die Glocke aktiviert oder sich aus welchen Gründen auch immer dafür entscheidet, Kanalmitglied zu sein. Checkt die Videobeschreibung für sämtliche Infos und vor allem hört unseren Podcast. Kuss geht raus, wir sehen uns.